Am 5. Dezember schauen wir den Beruf Geigenbauer an. Tatsächlich auch ein Handwerk, was man nicht direkt auf dem Schirm hat. Und jetzt ist die Frage. Das ist gar nicht meine Baustelle. Gar nicht meine Baustelle. Ach komm, du als Musiker. Virtuose. Okay, Ruhe. Wann wurde die erste Geige im heutigen Format gebaut? Ende 13. Jahrhundert, Anfang 16. Jahrhundert oder Mitte 15. Jahrhundert? Susanne? Die erste Geige. Also in dem heutigen Format, so wie sie jetzt mittlerweile aussieht. Ich meine, was für ein Format hatte die damals, weil die aussieht Kontrabass. Das heutige Format. Das übersteigt leider mein Wissen. Die heutige Geige. Das war bestimmt im 16. Jahrhundert. Die Stradivari. Gebaut in Italien. War ja ein Italiener. Glaube ich. Hört sich zumindest an. Und da bin ich mir sicher, ja. Und du, Stefan? Im 16. Jahrhundert. Anfang 16. Jahrhundert. Das ist echt eine Frage, die kann ich eigentlich fast gar nicht beantworten, weil ich solche vorzeitlichen Instrumente gar nicht so wirklich auf dem Schirm habe. Also ich könnte jetzt sagen, wenn die Stradivari irgendwie Strom brauchen würde, ich meine, das könnte im 16. Jahrhundert nicht sein, ein Keyboard, das kann ich ungefähr noch einschätzen, aber der Stradivari ist ein total analoges Instrument. Deswegen würde ich sagen, was war die erste Zahl? 13. Jahrhundert? Ja, Ende. Ich würde sagen, Ende 13. Jahrhundert. Der Punkt geht an Susanne. Es war tatsächlich Anfang 16. Jahrhundert. Und zwar mit der Renaissance hat es sich verändert. Mit der Renaissance? Ja. Mein Spezialgebiet. Die Renaissance. Ich fall um.